Hallo und herzlich willkommen. Hey, herzlich willkommen, du. Schön, dass du da bist. Genau, du. Wir sind auf Malle. Alle auf Malle. Auf Malle. Alle auf Malle. Malle ist nur einmal im Jahr. Und aus dem Grund machen wir heute etwas ganz Besonderes für euch. Nicht alleine, sondern... Ich weiß nicht, warum Gordon so brüllt, echt. Weil die Kamera ist so eine aggressive Kochshow. Nein, das heißt doch eine Schnauze! Die aggressive... Es ist wirklich, also jetzt fängt gerade an zu regnen, aber wir sind hier auf der Villa Vegana, nee, in der Villa Vegana auf Mallorca mit Schako. Ja, ich finde das übrigens, weißt du, was mir gerade auffällt? Wir sind in der Villa Vegana auf Mallorca und nicht in der Schinkenstraße. Die Frage ist halt, wen juckt's? Ich weiß nicht, was die Schinkenstraße ist. Die Schinkenstraße ist die berühmteste Straße. Malles. Auf Mallorca. Da ist Malles. Der Ballermann 6, ist die Schinkenstraße. Guck mal, ich war da noch nie. Wir sind Veganer, bei uns ja, ich war da schon zu oft. Ja. Apropos Schinken, wir machen heute ein Frühstück. Und zwar nicht irgendein Frühstück, sondern... Ich wollte Schwabbeltofu sagen. Ja, stimmt auch. Das ist schwabbelig. Wir machen Scrambled-Tofu. Einfache, schnelle Rezepte, die Sachen ersetzen, weißt du, an denen von denen Menschen sich schwer trennen können. Ja. Und bei mir, ich habe zum Beispiel sehr gerne Rührei gegessen. Und ich sage jetzt nicht, dass das, was wir machen, das Geilste ist, was es gibt. Schon. Kommt nah dran. Das aber ist schon das Beste. Generell gibt es wirklich manchmal Rührei, was einfach echt sehr, sehr eiig schmeckt. Nee, Rührei, das eiig schmeckt, ist falsch. Und meinst du Scrambled Tofu oder ja, so? Manche, ja, ist ja egal. Ja, mancher. Ja. Ist ja egal. Was würdest du so frühstücken? Ich war ehrlich gesagt immer der Frühstücksei-Mensch früher. Und jetzt? Und jetzt, was frühstücke ich? Ich esse Toast mit Hummus, Cornflakes mit Hafermilch. Ja, ich bin relativ einfach, was Essen angeht, muss ich sagen. Aber mein Freund könnte sich sehr doll darüber freuen, weil der ein extrem krasser Rührei-Fan gewesen ist. Also bringen wir dir das jetzt bei oder wirst du das auch mal zu Hause machen und die Leute damit beeindrucken? Ja, oder ich gebe denen das Rezept, damit die das selber machen müssen. Wissen die Leute eigentlich auch, wer du bist? Also ich, Jaco muss einmal kurz sagen, wer sie ist und was sie macht. Ja, hallo, ich bin Jaco. Man kennt mich als Jaco Wusch und ich mache YouTube-Videos und habe einen Podcast und rede über relativ viele Dinge. Ich sage immer so ein bisschen Richtung... Schon. Ja, okay, danke. Ein Scherz. Also, wir fangen einfach mal mit dem ersten Step an und der erste Step ist tatsächlich Zwiebeln. Ja, wir haben aber gar keine Zwiebel, wir haben hier eine Lauchzwiebel. Ist das eine Lauchzwiebel? Das ist Frühlingszwiebel. Eine Frühlingszwiebel. Und die schneiden wir jetzt wie eine Zwiebel. Und das kannst du direkt mal machen. Zeig mal, wie würdest du jetzt so eine Lauchzwiebel... Das ist so geil, Gordon hat nicht mal bei Gästen einen Charme davor, einfach Aufgaben zu delegieren. Okay, möchtest du das machen, Jaco? Hast du Lust? Ja, mach das. Das passt auch zu meinem Persönlichkeitstyp. Ich möchte immer gefragt werden, ob ich was machen möchte. Also ich muss sagen, ich bin Verschwender. Ich würde wahrscheinlich die äußere Moped abmachen, aber das ist ja jetzt im Internet. Ja, da verschwendet man nichts. Ich würde einfach so jetzt bis nach hinten durch. Mach doch mal. Ja, also das würde ich abmachen, weil das würde ich Trudi geben. Trudi ist das Schweinchen, was hier mal rumläuft. Ja. Und dann würde ich einfach so. Aber ich weiß nicht, ob du das brauchst, ist anders? Nee, ich brauch's genauso, wie du es machst. Ach so, okay. Ich bin sehr langsam im Schneiden, deswegen solltet ihr euch weiter unterhalten. Genau, ich wollte gerade sagen, guck mal hier. Das ist echt alles, was man braucht. Wir haben hier nur so einen Riesen-Kurkuma, davon braucht man halt mega wenig. Das ist das einzige Gewürz, was ihr braucht. Und es gibt mega viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir haben jetzt hier nur den normalen Schwabbeltofu. Schwipp, schwapp, schwabbelabbelab, schwabbel. Wie heißt das nochmal, der normale Tofu? Tofu. Naturtofu. So. Ach so. Und eigentlich gehört da dieser Seidentofu rein, weil das macht die Konsistenz noch mal ein bisschen schwabbeliger. Ist Geschmackssache, sage ich immer. Ja, genau. Ist es ja so wie du auch. Prinzipiell so. Alles im Leben ist Geschmackssache. Genau. Ich habe das immer mit Schwabbeltofu gemacht. Was willst du uns denn jetzt sagen, Ayosha? Wir brauchen nämlich noch ein Gewürz. Wir haben nämlich hier ein Gewürz, da werden einige sagen, kenne ich nicht, mag ich nicht. In dem Fall ist aber Kala Namak. Kala Namak, wie würdest du es aussprechen, ganz kurz einmal? Kala Namak. Kala Namak. Ist tatsächlich, ist so ein bisschen, wie sagt man, so... Das Schwefel. Stinkt halt Schwefel. Nach, nach furzendem Ei. Jeder muss mal pupsen. Ja, man denkt, also ich habe immer gedacht, ich kenne den
Geruch von Ei. Ja. Das ist halt der Eigeruch. Bis man das Ding da kennengelernt hat. Und dann weiß man, Ei hat keinen Eigengeruch. Ei riecht einfach nur nach Schwefel. Es stinkt halt, ja, es ist richtig übel. Und wenn, also ich meine, ich mag, das riecht tatsächlich gar nicht so intensiv, aber ich hatte mal eins, du kannst es einfach, wenn du dir ein Brot schmierst und da Kalanamak drauf machst, übrigens auch sehr geil, Avocado mit Kalanamak, sehr geile Konsistenz, schmeckt richtig lecker. Ja. Du riechst einfach, das ganze Zugabteil stinkt. Ja. Man muss sich schämen, wenn aber man so etwas wie Schamgefühl empfindet. Aber Gott sei Dank ist das bei uns nicht so ausgeprägt. Und das Ding ist auch bei Joscha, der muss tatsächlich gar keinen Kalanamak essen, damit die ganze Abteil sagt, ich habe hier Kalanamak. Stinken da so. Wir könnten, dafür haben wir auch den Schaber jetzt. Es ist so geil, dass wir eine Kochsendung haben, in der ich sage, ich habe hier Kalanamak. Ja, und dann haben wir den Schaber und dann... Da kriegt man richtig Appetit. Ach so, genau, ich mache hier mal ganz kurz einmal... Wir machen das mit Wasser, ihr könnt das natürlich auch anbraten. Oh. Seid ihr so... Ihr viel mit Wasser an? Nee, ja. Joscha macht das immer. Nur. Ja, also, wirklich? Hm. Du bist so eher weniger fett. Ja. Nee, nicht weniger fett. Ich bin weniger Öl. Also ich finde halt, dass man keine isolierten Substanzen, du brauchst es halt theoretisch nicht. Das ist ja auch, also wir nutzen ja sehr viel Mousse, ja. Aber das ist das ganze Produkt. Du brauchst ja nicht isoliert nur das Fett aus den Mandeln oder aus den Oliven. Du, weißt du? Ja, ich finde es, ich lese nur gerade. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße. Okay, nein, ich... Nein, nicht du, ich habe bei er, weil er gerade so... Ja, weil ich zum Beispiel, es ist ja auch Geschmackssache, ne? Kochen ist ja auch eine Sache von Geschmack, ich verstehe euch das Punkt, genau. Aber ich mag es auch gerne, wenn es so ein bisschen Bratarom... Ja, und es ist ja auch so, dass wir den Leuten das nahebringen wollen, weißt du, dass vegan schmeckt und Fett ist einfach ein sehr guter Geschmacksträger. Also ihr könnt das ruhig mit Fett machen, ne? Es ist halt einfach eine persönliche Präferenz. Was sagst du dazu? Was würdest du machen? Ja, ich bin halt krass immer so, also ich bin schon sehr auf der gesunden Seite. Ich esse nicht gesund, aber ich interessiere mich krass dafür, ob etwas gesund ist oder nicht. Und dann nicht. Machst du das Gegenteil. Also die Wissenschaft dahinter interessiert mich einfach voll. Und ich lese gerade ein Buch und ich bin eigentlich eher so im Umkreis, Öle sind all das, was du gerade gesagt hast. Und da werden auf einmal so voll die Studien gedroppt, wie geil Olivenöl ist. Okay. Also, also es sind natürlich jetzt Studien, die vielleicht uns nicht betreffen, aber dass zum Beispiel übergewichtige Menschen in zwei Gruppen geteilt werden und die einen kriegen 4 Esslöffel Olivenöl zusätzlich am Tag und nehmen einfach 10 Kilo mehr in 6 Monaten ab oder so. Also das Ding ist, ich glaube nicht, dass Öl per se so schädlich ist. Ich glaube einfach, dass es das Problem beim Erhitzen ist ja eher bei Öl, ne? Dass so Transfette entstehen. Ja, ja, ja. Das ist voll wissenschaftlich heute. Ich glaube... Ich finde das auch super wissenschaftlich und du sagst mir, ich glaube ich nicht, sehr wissenschaftlich tatsächlich. Nein, also das Transfett entstehen habe ich nicht ohne glaube ich gesagt, das ist tatsächlich so. Ja, ja klar, das Transfett. Also auf jeden Fall ist es einfach ein sehr hochkalorisches und wenig nahrhaftes Lebensmittel. Es ist halt ein guter Geschmacksträger, aber es hat ja nicht viele... Oh, da habe ich ein bisschen was ausgespuckt. Ist vielleicht auf dir gelandet. Ist nicht schlimm. Mach doch mal, zerhackst du das Ding noch mal. Genau, Gordon, mach du das mal bitte. Ja, okay, mache ich, kein Problem. Also ich mache jetzt der Gerät. Aber nicht über... Das ist doch gut so. Das ist eine gute eilige Konsistenz. Ja, finde ich auch. Also es wäre wirklich besser, wenn man noch ein bisschen Seidentofu dazu hätte. Weil das Seidentofu ist wirklich ekelhaft. Ekelhaft. Von der Optik. Ja. Von Okt. Kommt halt drauf an, wie man so drauf ist. Es gibt Leute, denen ist Geschmack ganz wichtig. Und es gibt Leute, denen ist Konsistenz sehr wichtig. Konsistenz ist mir zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Gut, dann machen wir heute nur Geschmack. Cool. Oh, das ist ja, schnell das ist ja verdampft. Toll. Komm mal rein. Das ist eine sehr überdimensionierte Topf für das, was wir hier gemacht haben. Eine überdimensionierte Topf? Oder? Es ist sehr groß für sehr wenig Inhalt. Sehr groß für sehr wenig Inhalt. So, guck mal, jetzt muss man eigentlich nicht mehr viel machen. Jetzt musst du nur so umrühren. Ist es eigentlich mallorquinisch, das Gericht? Ja, ne? Ja, klar. Jetzt kennst du nicht... mallorquinischen Scrambled Tofu. Und jetzt musst du eigentlich nicht mehr viel machen. Das muss nur warm werden, weil Tofu kannst du ja auch roh essen. Also ich habe jetzt hier Mandelmus und Tahin, ja? Ich erkläre das jetzt mal ganz kurz. Ja. Mandelmus, weil einfach geile Konsistenz. Ich mache mal ein bisschen nur. Aha, geile Konsistenz, okay. Und es macht das einfach ein bisschen cremiger und ich finde den Geschmack sehr gut. Man darf nur nicht zu viel nehmen, weil es halt süß ist. Und deswegen nehme ich als Ausgleich weißes Tahin. Das gibt es von Rapunzel, weil das milder schmeckt. Das Dunkle schmeckt sehr herb. Du machst jetzt beides rein? Ich bin der größte Tahin-Fan, weil also ich esse jeden Tag Tahin irgendwo drin. Das ist halt komplett... Das stand halt in der Sonne, das ist halt wie Wasser jetzt. Ich finde das jetzt schon richtig geil. Und für die Farbe haben wir hier Kurkuma, damit es ein bisschen so aussieht, als wäre es, weißt du, gelb. Ist es nur für die Farbe? Nur für die Farbe. Ja, es hat natürlich auch einen Geschmack, aber tatsächlich in diesem Fall ist es nur für die Farbe. Kurkuma ist ja eher streng, muss man sagen. Okay, streng. Und jetzt erhitzen wir das Ganze. Was ist das? Sag mir, was du da siehst. Erbrochenes. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen.
Das sieht wirklich aus wie auf Brot. Oh nein. Alter Schwede, ey. Trägst du eigentlich am liebsten Zöpfe? Ja, ne? Also, ich sehe dich in also jetzt. Ja. Es ist, ich beschäftige mich nicht gern mit Haarpflege. Überhaupt, ja. Kann man auch gut als Haarpflege benutzen. Gehst du denn mit Zöpfen ins Bett dann? Manchmal, ja. Nee, meistens mache ich die auf und dann mache ich einen Dutt. Könntest du dir auch die so rumbinden und dann hast du die nicht im Gesicht, weißt du? Wenn du ins Bett gehst, dann bindest du dir den so rum. Ich kann das mal probieren für dich. Das würde mich sehr freuen. Könnte man sich da so... So meine ich das! Aber kennst du, könnte man sich so eine Schnecke machen und das als Kopfkissen benutzen? Also so wie Prinzessin Lea, meinst du? Ja. Ich denke schon. Das ist ja geil. Glaubst du, das könnte ich auch? Guck mal, ich mache jetzt übrigens nur... ich mache jetzt noch Kalanamak rein. Ja. Und das war's. Nein, da fehlen noch die Frühlingszwiebeln. Oh ja, mach die mal rein. Siehst du, wenn ich nicht da wäre, würde das Ganze nicht funktionieren. Müssen wir richtig mit durchgebacken? Nein. Gebacken vor allen Dingen. Kannst du das Ding sauber machen vielleicht? Würdet ihr sagen, dass ihr, seit ihr vegan seid, mehr stinkt? Besser kocht? Ja. Also ich ja. Gordon definitiv nicht. Ich weiß ehrlich gesagt manchmal nicht, wie du das überlebt hast. Stellst du die Frage, ich kann dir die Frage auch beantworten aus meiner Perspektive. Ja. Ja. Okay. Das ist gut, aber es ist halt so, als ob du einen Säugling fragst, als ob du einen Erwachsenen fragst, hast du das Gefühl, du läufst besser, seit du ein Mensch bist. Und irgendwie vorher. Weil du vorher was warst. Was warst du vorher? Ein Baby. Du konntest halt nicht laufen, nur krabbeln. Das war kein Mensch. Babys sind keine Menschen, willst du sagen? Also, Veganer sind Menschen, die laufen können. Oh nee, das möchte ich nicht essen. Essen kommen! Spaghetti! Alex sitzt auch und denkt so, und das machen die also die ganze Zeit? Das riecht einfach nur nach Kurkuma, muss man ehrlich sagen. Es schmeckt auch nach Kurkuma. Du hast, glaube ich, sehr viel Kurkuma. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen viel Kurkuma. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, es kommt halt drauf an, wollt ihr jemanden beeindrucken? Soll es wie Rührei aussehen oder geht es einfach um den Geschmack? Wenn ihr sagt, da kommen Leute, die muss man jetzt nicht beeindrucken, dadurch, dass es aussieht wie Rührei, kann man Kurkuma halt auch einfach rauslassen. Aber ich Absolut muss sagen, richtig. Ich mag es sehr gerne, weil ich mag Kurkuma extrem gerne. Du magst Indien gerne, ne? Ja. Es wird das ja sehr viel konsumiert. Kurkuma macht die Zähne weißer. Es gibt auch Leute, inklusive mir, die Kurkuma essen oder trinken gegen Bauchschmerzen. Und die Leute merken dann irgendwann, dass sie weißere Zähne kriegen. Ist aber lecker geworden. Ist noch besser geworden als eben. Ja. Probier nochmal. Da hast du das noch angemacht. Mann, Ich würde noch mehr Salz drauf. Wow, ich finde es echt salzig. Ja, Salz würde ich auch nicht haben. Ich esse, ja. Aber ich esse leider Pfeffer. Extrem salzig. Ja, das Pfeffer könnte man noch drauf machen, finde ich auch. Also man kann es prinzipiell natürlich auch mit normalen Chili. Zwiebeln noch machen, ne? Zusätzlich, du kannst auch irgendwie, ich meine, ich habe mir meinen Rührei auch früher mit Schnittlauch und mit so... Ich habe da auch Käse reingehauen. Ich habe auch Käse reingeballert. Kann alles reinmachen, was man will, aber ich finde es ziemlich geil. Das so schön auf dem Toast, finde ich. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Das werden wir jetzt machen. Was machen Sachen? Das ist das kürzeste Kochvideo ever. Wirklich? Finde ich gar nicht. Der Tofu war in der Pfanne und ich dachte, oh. Das geht schnell hier. Leute, eine Sache noch. Ihr müsst auf jeden Fall jetzt noch auf Jackos Kanal gehen, weil da sind wir nämlich auch und die stellt uns sehr tiefe Questions. Ja, weil wir haben jetzt hier gekocht und das war halt ein sehr schnelles Rezept, damit ihr nicht so viel Zeit in der Küche verschwendet. Und bei uns, mir wird dann geredet. Genau. Ihr macht euch das jetzt und danach guckt ihr mit dem Scrambled Tofu das Video von der zauberhaften Jaco. Ist das ein Kompromiss? Und folgt ihr übrigens auch, ne? Weil damals hat Jaco uns... Alles. War die erste YouTuberin, die uns echt so einen richtig guten Push gegeben hat, weil sie uns empfohlen hat. Ja, verdient. Dankeschön. Du auch. In diesem Sinne wollen wir sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei diesem Video. Wir küssen eure Augäpfel. Habibis. Frieden. Frieden.